So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 14. Heute geht's gegen Kräuter Fürth wieder daheim. Die Auswärts, wir klicken einfach durch, okay, spielen ein paar Leute, Profi, 6 Minuten und Regen, schießen, Skill Challenge, ach, das haben wir so oft gemacht. Da dürfte normalerweise. Ach, ich habe jetzt auch keine Lust. Ich möchte jetzt einfach nur gerade ein Game kicken. Eine Runde, wenn kicken, passt. Oh, soll ich auf. Ach, drück mal durch. Das interessiert uns doch alles eh nicht, wenn wir ehrlich sind. Wir spielen mal offensiv. Mit gewohnter Aufstellung. Und dann zieht mal Flashy an und das klappt nicht. Aber deswegen ist ja super. Eichhorn hinten drinnen. Das war blöde. Trikotwahl von Denner, also dass wir die so gewählt haben. Scheiße, ich bin davon ehrlich gesagt ausgegangen, dass der weiterläuft. Das nächste Mal schieße ich, bin immer manchmal wirklich zu uneigennützig. Zunis! Mensch! Warum? Und jetzt hat Ecke und Zunis Kopf. Ja, am Pfosten und Boch hat Nachschuss. Nichts da. Da schön geklärt. Mit Fallrückzieher. Ja. Das ist schon wieder ein Spiel voller vieler Aktionen. Boch hat 18 Tor vorhanden. Das für ein Stürmer. Genau, neuerdings decken wir Hurricane mit 3 Mann. They called him the next Ronaldo or what? Kriegt man den Ball. Ey, fick! Entschuldigung. Das war jetzt schon brutales Foul, also Wunder, dass der überhaupt noch laufen kann. Nach so einer Hardcore-Aktion. Macht euch nicht lächerlich. Warum spielen wir denn nicht den einfachen Ball? Da haben wir noch solche Probleme. Schön, Zunis. Und Bochert wieder daneben. Also bei dir ist es schon wieder, du hast die zweite riesen Torflaute in der Saison. Den gleichen Scheiß hattest du in der Vorrunde schon mal, glaube ich. Einfach das Tor nicht mehr getroffen hast. Ich möchte dich aber spielen lassen, weil du einfach unser bester Stürmer bist. Und ich denke, da verletze ich auch keinen, wenn ich das sage, weil es halt einfach echt so ist. Alter, was bist denn du für ein Gangster? Konnte dir voll angespreizelt. Zunis mit mittlerweile 13 Ligatoren. Und jetzt hat. Hurrikan, Hurrikan. Ach, Leute. Der ist zu spät gekommen, also. Boah, der ist nice da hinten drin. Also, echt nicht schlecht. Bob, jetzt möchte jetzt jemand aus der Abwehr rausziehen, bitte. Bisschen arg, ein bisschen arg. Für Flashy will's auch nicht so klappen in dem Spiel.
Abseitsfalle an, hoher Druck. Dass wir vielleicht ein wenig weiter vorne stehen. Latte, vorwärts! Nein, und Jenny kriegst noch. Nein, nein! Hallo? Fool! Manu, top das Stellungsspiel. Wirklich schön mit anzuschauen. Selbe wie Bauchert-Flashy-Kombinationen. Auch schön mit anzuschauen. Aber leider nicht so effektiv wie Manu sein Stellungsspiel, logischerweise. Hauptsunis, schür einfach an und Schuss und BAM! Mit Pfosten. Also manchmal, es kann nicht sein, oder? Da frage ich mich, wie kann denn das sein? Rennt er erstmal flashy um und steht im Abseits. Geile Scheiße. Dann hat sich, glaube ich, irgendeiner verletzt. Der Hammer, wie die da hinten drin verteidigen. 23 Tore schon, Bochert. Dafür in letzter Zeit einfach viel zu wenig. Das könnte schon bei, was weiß ich, 35 stehen oder so. Stattdessen müssen die anderen für die Tore sorgen. Da renne ich doch gar nicht nach. Ach, bitte, Treutwein, übertreib nicht. Ich will manchmal gar keine schnellen Einwürfe machen, aber die sind irgendwie scheinbar der Meinung, manchmal das muss sein. Deswegen habe ich jetzt einfach vollkommen, dass Halbzeit ist. Abseits. Es steht noch 0 zu 0. Ich wechsle nicht genau aus dem Grund, weil es eben 0-0 steht. Und du meinst, mit sowas kannst du uns irgendwie Angst machen? Zun ist wieder saustark, auch in der Verteidigung, in der Rückwärtsbewegung. Sehr, sehr schön dabei. Boah, Czernik, was waren das denn? Genau, sowas möchte ich sehen. Und der... Oh, nein, 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 nein. Flashy, komm, hast du noch, hast du noch. Boah, Digga, Digga. Brutaler Fail.
Fleschi haut mal neben den Ball. Team Pressing an. Ich hebe jetzt halt mal die Abseitsfalle auf. Glück im Unglück. Wir wären sowieso dran gewesen, die wechseln. Das ist 59. So viel verkackte Fehlpässe, verflucht. Janik, du hast doch noch wegen Power, oder? Was, Latte, also bitte! Ich bitte dich! Bochert hat es, glaube ich, schon zweimal, oder? Zweimal müsste sein gegen den Pfosten und einmal gegen die Latte. Mann! Was soll das? Für was? Ja, voll Ball gespielt. Okay, es passt schon. Na, schauen wir mal, wie fit. Oh, Czernik ist tot. Czernik für Volleyball mal wechseln. Aber trotzdem gut gespielt. Und jetzt kommt Hülken! Nein, und braucht er den Nachschuss. Nein! Warum? Alter, Jungs, ich gehe jetzt auf sehr offensiv. Ich weiß nicht, was soll ich machen? Das ist doch nicht mehr schön langsam. Nicht mal der Seitenwechsel klappt. Eichhorn, komm, hast du. Und zu Volleyball. Auf Bochert. Bochert geht. Bochert wird ja mal von 11 Mann umzingelt. Deswegen kann er natürlich nichts machen. Aber immerhin, ja, Hurricane ist das. Scheinbar neuerdings. Die wechseln, Lex geht, dafür kommt Azemi. So, gib mir den Ball. Also schön jetzt hat. Klasse. Es ist unbegreiflich, warum kommen wir denn nicht durch? Also jetzt greifen die nochmal brutal an, was soll das? Shit. Ecke und ein letzter Angriff wahrscheinlich. Ich will nicht unentschieden spielen, kann's vergessen.
Also Volleyball, wenn ich jetzt noch langsamer bewegst. Boah, halt dein Maul. Das interessiert keinen gerade. Ach Mann! Was soll das? Es hat das Sekunde früher gespielt. Oder? Boah, ich hab's gewonnen. Fischi, du bist, ich liebe dich. Ich liebe mich selber. Entschuldigung. Oh Gott im Himmel, sehr defensiv. Und wieder, nee, da pfeifen sie jetzt ab. Boah. Gott, bin ich erleichtert, Freunde. Ich bin 1:0, du Fleschi. Das ist so eine Scheißlatte. Player und Fleschi jeweils mit 8-4. Zunis 8-0, Bochert 5-9. Also, schau mal an. Digga, irgendwas stimmt nicht. Jo, okay. München verliert gegen Sandhausen auf jeden Fall. Danke, Chef, dass ich spielen dürfte. Ja, Treutmann, du kriegst mehr Kohle, kein Problem. Rückspiel verunsichern. Treutwein will mehr Kohle, dann gibt's es natürlich. Kriegst von mir, Treutwein, du bist top, du kriegst von mir 10.000. Gut, nächstes Spiel gegen Dynamo Dresden, weil welcher Siebter ist. Sag mal, wir sind jetzt schon ziemlich am Ende, oder? So viele Spiele kommen auch jetzt seit 3. Ach, dann sind wir schon durch. Alles klar. Okay. Finale gegen Schalke kommt dann im deutschen Pokal. Ansonsten nichts. Also 3 Spiele noch. Jetzt hat 1 gegen Dresden, KSC und Sandhausen. Alles klar. Okay, dann weiß ich Bescheid. Dann danke ich euch jetzt erstmal recht, recht herzlich fürs Zuschauen. Ich habe ein bisschen mehr Emotionen gezeigt. Ich weiß nicht, vielleicht hat es euch gefallen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. In diesem Sinne, macht's mir gut und bis die Tage. Ciao.